Oh, es ist so unangenehm. Es ist das unangenehmste Format, das es gibt. Phil Laude. Julian Bam! Hallo. Hey. Hallo. Oh mein Gott, oh scheiße, ich habe ein... Revanche? Was. Bist du bereit? Eine Revanche. Für eine Revanche in den Allmann-Witzen? Bodenlos Edition? Ja, ich würde sagen, der Gewinner fängt an, oder? Fangen wir an. Du Wichser. Darf ich auch nicht lachen? Nein. Heute hat Thomas seinen Stuhl nach mir geworfen. Dann führ ihn doch zurück. Ging nicht, der war flüssig. Kommt ein Typ mit einem Hundehaufen in der Hand in eine Bar und sagt, ey, guck mal, in was ich draußen fast reingetreten wäre. Ich verstehe nicht mal, wo da der Witz ist. Das mache ich jeden Sonntag. Fast hattest du mich. Oh, Stimmbruch einmal gerade. Was sind das für Act-Outs? Herr Doktor, ich bekomme meine Vorhaut nicht zurück. Sowas verleiht man auch nicht. Du Hurensohn. Ja, solider Joke. Was? Er hat wirklich sechs Ischen Dialekt? Nein, er hat sächsischen Dialekt. Ja. Scheiße, es war mein Stärkster. Was ist der Unterschied zwischen den USA und einem Joghurt? Lässt man den Joghurt 200 Jahre alleine, entwickelt er Kultur. Entwickelt er eine Kultur? Danke. Geht ein Panda über die Straße. Bambus! Was haben ein kurzsichtiger Gynäkologe und ein Dackel gemeinsam? Eine feuchte Nase? Ich check das selber gar nicht. Wo ist der Joke hier? Ach so. Ach so. Ach so. Ja, aber sowas finde ich jetzt nicht so lustig. Nee. Also gegen Gynäkologen. Das ist jetzt wirklich platt. Das ist so wirklich, ja. Das ist wirklich unter dem Niveau dieses Kanals. Gut. Nächster Joke bitte. Okay, Ju. Das ist jetzt aber ein ernstes Thema für mich. Ich möchte. Nee, wirklich. Ich möchte jetzt wirklich nicht, dass du lachst. Wenn du lachst, dann gehe ich auch, weil das wäre jetzt wirklich gemein. Das Ding ist halt, Leute sagen zu mir immer, Phil, du bist halt einfach, was du isst. Ne? Du bist, was du isst. Aber ich kann mich persönlich einfach nicht daran erinnern, wann ich ein faules Stück Scheiße gegessen habe. Danke. Was kommt aus einer defekten Kaffeemaschine? Kaka. Cappuccino. Cappuccino. Den hat meine Oma geschrieben. Was hat vier Beine und einen Arm? Ein Pitbull am Kinderspielplatz. Ah. Aber ist schnell schön, weiter, mir wird warm. Bin ich richtig? Hör bitte damit auf. Ah, ding dong. Aufzug, kommt eine Frau rein. Ist ja aber egal, hat nichts mehr mit euch zu tun. Ich gehe wieder raus. Ah, hier bin ich richtig. Beim Arzt. Prostata-Untersuchung. Da sagt der Arzt so. Oh, der Schmutz, Digga. Machen Sie sich keine Sorgen wegen des irrigierten Penis. Das ist ganz normal. Der Patient. Aber mein Penis ist nicht steif. Ich will mir auch nicht irren. Was? 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 Der Arzt hatte den Dicken. So richtig unangenehme Situation. Das war einfach so eine Jerks-Folge gerade. Punkt. Ach, der Witz ist vorbei. Ach so. Okay. Was war der Joke jetzt? Soll ich nochmal lesen? Ja, machen Sie sich keine Sorgen wegen des irrigierten Penises. Das ist ganz normal. Der Patient sagt, aber mein Penis ist nicht steif. Na, wer redet denn davon? Ihren Penis. Das ist ein schöner, das wirklich ist so, wenn ein schöner du ein Arzt wärst. Plot-Twist. Warum willst du keinen Döner? Dürüm. Der ist süß. Schon, ne? Mami, darf ich die Schüssel auslecken? Nein, Kevin, du drückst die Spülung wie alle anderen auch.
Das ist mein Humor. Mami-Humor. Also ich verstehe irgendwie dieses ganze Gemecker immer nicht über die Preise. Ne? 2,50 für einen Kaffee, 3,50 für einen Kuchen, 1 Euro für eine Toilette. Das ist doch legitim, oder? Das nächste Mal lade ich keinen mehr zu meinem Geburtstag ein. Der ist gut, das war der... Scheiße, aber ich habe ja selber gelacht. Warum kann ein Henker nicht zurückgehen? Er kennt nur die Hinrichtung. Wirklich? Den hat aber auch gefühlt ChatGPT geschrieben, ne? Ja, aber warum lache ich dann? Wie nennt man Nudeln am Rand eines Bildes? Ramen. Den kannte ich noch nicht, aber der ist tatsächlich sogar... solide. Solide. Mhm. Also aber generell, so, wenn es um Sprichwörter geht, ne, weiß ich einfach, wie der Hase weht hier. Schön. Der I appreciate so, the effort. Der kam aus der Hintertür. Ja, oder? Der kam wirklich unerwartet jetzt. Ja. Da muss ich mich zusammenreißen. Den kann ich nicht bringen. Hä? Fenster runter, okay, wir machen es. Was? Fensterrute? Ach, die heißt. Ach so, das war das Ende vom Witz. Nur das Ende gesagt. Das davor ist der Witz, den ich nicht bringen wollte. Okay, der war gut. Letztens meinte eine gute Freundin zu mir, dass die Zwiebeln das einzige Lebensmittel ist, das einem zum Weinen bringt. Dann habe ich ihr eine Kokosnuss an den Kopf geworfen. Okay, ich sag's jetzt einfach, ich kenne mich mit Dildos nicht so gut aus. Gibt's hier irgendwo einen Einführungskurs? Okay. Oh, das war mein letzter. Das war die zweite Witze-Challenge mit Julian Bam. Es war mir eine große Freude, wieder zu verlieren gegen dich. Das heißt auf jeden Fall Revanche. Wenn ihr jetzt mal richtig lachen wollt und richtig gute Witze hören wollt, dann schaut nicht bei Staffel 2 rein. Aber wenn ihr auch sehr niveaulos unterwegs seid, dann gönnt euch jetzt einmal in der Staffel 2. Und ja, Ju kennt doch eh schon jeder hier. Den habt ihr doch eh alle abonniert. Schaut trotzdem bei ihm vorbei.